Hallo Freunde, herzlich willkommen einer weiteren Folge Satisfactory. Ich bin euer Cooper und nach dem Intro legen wir los. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen schon automatisiert hier drüben die Eisenproduktion. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, muss ich euch gestehen. Also, ich habe nicht vorgearbeitet, ich habe die Maschine ein bisschen laufen lassen. Wir können jetzt schon direkt upgraden. Das hat nochmal 15 Minuten gekostet, bis alles zusammen war. Und ja, das hätte das einfach zu lange gedauert. Deswegen habe ich beschlossen, ich habe das jetzt ein bisschen kompensiert, indem ich gesagt habe, komm, ich mache das jetzt nebenher. Wir können jetzt nämlich auch den tollen, wunderschönen Miner Stufe 1 bauen, also Mark 1. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir haben alle Ressourcen dafür da. Ich habe im Vorhinein nicht geguckt, was es kostet, aber ich habe mir einfach gesagt, komm, ich will ein bisschen mehr alles nehmen. So, perfekt. Dann brauchen wir. So, perfekt. Das wird ja so hier rauskommen, damit es da langlaufen kann. Wir brauchen das. Und uns fehlen da schon ein paar Platten. Die Platten sind ja schnell. Die werden nämlich hier noch produziert. So, Platten. Super. Wir haben die Platten produziert. So. So. So, perfekt. Das ist okay. Ist nicht schön, aber selten. So, dann haben wir das erledigt. Jetzt hier mal schnell. Ja. Das passt so, ja, krass. So, mal kurz gucken. Hier rein. Wie sieht's aus? Schon ein bisschen Biomasse herstellen. Und dann jetzt ein bisschen. So. Das passt. So, und jetzt läuft da drüben unsere Plattenproduktion vollkommen automatisch. Wir müssten jetzt rein theoretisch nur noch mal ein bisschen Zement holen. Wir gucken aber kurz, was das Hub-Upgrade das nächste kostet. Und das nächste Hub-Upgrade kostet uns 30 Zement, 500 Kupfer. Okay, das ist krass, aber 500 Kupfer. Okay, das ist auch kein Problem, das ist jetzt auch easy. Aber komm, dann brauchen wir. Den bauen wir. Okay, gut, okay. So, was brauchen wir? Haben wir alles okay zu bauen? Den Bohrer haben wir drüben. Das können wir schnell bauen. Okay. Konstruktion. Okay. Ja. So. Haben wir? Haben wir alles? Haben wir auch alles? Brauchen wir nicht? Werkbank. Eine Eisenplatte. Was kostet denn? Wir müssen noch kurz was gucken, bevor wir das machen. Wir haben Logistik. Nein, 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 haben wir nicht. Nein, 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 nein. Haben wir nicht. Okay, krass. Können wir das erstmal nicht abgeben? Doch. Lagerkontainer. Wir müssten den schon haben. Ja,
Material. Logistik ist es nicht. Ah, Organisator, da ist es. Was kostet das? Was kostet der Container? 10 Platten, 10 davon. Okay, gut, super. Dann machen wir jetzt hier mal ein paar. So. Das hat einen folgenden Beweggrund. Den Lagercontainer packen wir dahinter, dass wir keine. Also, weil das ist ja, hat ja ein Ende produziert sozusagen. Und damit es nicht ins aufhört zu produzieren, setzen wir da jetzt einen Lagercontainer dahinter. Und dann produziert er einfach ununterbrochen diese Platten. Und wir haben. Weil wir kommen so viele Platten, dass wir uns in der ersten Hinsicht Platten zumindest. Keine Sorgen mehr raus. Weil guck, der Container war dann jetzt schon fast voll. Ja, das ist ja perfekt, oder? Was das läuft. Jetzt werden hier automatisch Platten hergestellt, das ist super. Und dann schauen wir mal, wir werden jetzt, wie gesagt. Da drüben ist unsere Kupferquelle. Da oben kommt unsere Top-Manager. Yes. Okay, ja, geht's wieder. So, dann brauchen wir mich. Ja, Kupfer kommt hier rein. Das werden wir jetzt einfach erstmal hinsetzen, damit wir es produzieren. Und in einer in späteren Verlauf werden wir das gleich verschönern. Aber das geht jetzt erstmal wirklich nur um, dass wir es produzieren. Das fehlt uns da natürlich was. Wenn wir aber scheinbar hier noch was mit. Hier hinten ist nämlich unsere Quelle und den Baum ist doch gleich vernünftig, weil da hinten können wir dann gleich den Zement abholen, also den Rohstoff, um Zement herzustellen und dann können wir es auch gleich richtig bauen. Dann ist das fertig. So. Alles nehmen. So, alles nehmen. Dann bauen wir da drüben, wenn wir noch schnell Zement haben. Ich finde, wir haben uns aber hier ein sehr schönes Fleckchen rausgesucht, muss ich sagen. Und ich habe mir überlegt, da wir ja hier oben diesen tollen Vorsprung haben und ja man von da oben her eigentlich alles sieht, was wir bauen, werde jede Folge, die ich mache, werde ich mich da oben hinstellen und einen Screenshot davon machen. Und das wird dann mein Titelbild sein von dem Spiel. Sozusagen der Bauvorschritt jedes Mal mit. Also wenn wir nicht mehr viel sehen, weil das meiste innen drinne passiert, werde ich das natürlich lassen. Aber solange das noch halbwegs gut aussieht, werde ich das so tun und mal gucken, wie lange ich das noch schaffe. So. So. Und Zement. Ja, das soll reichen, um eine Grundplattform zu setzen. Es wird gleich jetzt nächstes automatisiert Beton, dass das wieder reinläuft.
sozusagen ein Container, der hier vorne irgendwo steht, wo nur Beton die ganze Zeit reingefördert wird, den wir dann nutzen können. Zum Bauen, das ist sehr, sehr wichtig. So. Abreißen. Abreißen. Ne, den hätten wir stehen lassen. So, wir bauen ein Fundament. Das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist falsch. Wir haben noch ein Sitzen. So. Gut. Perfekt. Produktion. Schmelzen. Da kommt's rein. Konstruktion. Passt das vom Winkel her? Ja, perfekt. So. Und so, Arbeit ist perfekt. So. Hier wird Kupfer und hier wird ein Draht raus und brauchen wir noch den Organisation, ein Lagercontainer. Der Lagercontainer kommt jetzt erstmal. Okay, okay. Ne, das gefällt nicht. Der Lagercontainer. Ich hoffe, wir haben noch genug zum Wind. Moment, Moment. So. Ja. Ja. So, so. Oh. Den Fehler habe ich letztes Mal schon gemacht. Wird Kupfer automatisch hergestellt. Super. Die Produktion nehmen wir jetzt auch schon von alleine. So. Dann schauen wir mal, was wir für das nächste Hub-Upgrade brauchen. Und ja, schauen wir mal rein, was es da so gibt. So, hab 5, okay. Meilenstein auswählen. Okay, das ist ja jetzt nicht sehr viel. Ja, doch eigentlich schon. Aber wahrscheinlich haben wir sogar die Eisenplatten schon fertig. Aber nicht ganz. Noch nicht ganz. Okay, das haben wir noch eine weitere Produktion. Und wir kümmern uns in der Zwischenzeit um. Ja, was können wir uns in der Zwischenzeit? Ah, ich weiß, was wir uns kümmern. Machen den Zement jetzt, automatisieren den Zement noch. Weil dann ist es nicht mehr viel. Da machen wir das mit dem Zement. Ja, Zement. So, was brauchen wir? Wir brauchen Lagercontainer. Check. Fundamente. Haben wir nicht viel. Ja, Strom. Check. Schmelzofen. Da brauchen wir noch mehr. Nehmen wir noch ein paar Stangen. Ja, okay. Okay, super. Dann bauen wir jetzt noch ein paar Eisenstangen. So. Was brauchen wir für den für die Konstruktion? 3 Stück.
1, 2, 3. Ja. Legen wir los. This consumable possesses minor healing pro. Bisschen Treibstoff mal einnehmen, ja. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab nicht drauf geachtet. Spitzler. Schnell wieder zurück. So. So. Läuft, okay. Nehmen wir noch hier alles wieder mit. Weil bis wir Kohle haben, wird das doch ein bisschen schwierig sein, das am Laufen zu halten, aber das kriegen wir auch alles hin. So, so. Da drüben ist unser zweitwichtigster Rohstoff bis jetzt. Okay. Ja, Strom ist da, perfekt. Dann holen wir uns jetzt noch ein bisschen Zement, bauen wir drüben, dass es automatisch Zement produziert. Und das Förderband wird dann hier oben irgendwo ankommen und da in einen Lagercontainer enden, dass wir da unseren Zement rausholen. So ist mein Plan. So, Zement, so, Kraftstoff. Okay, Vogel bringt wohl nichts. So.
So. Super. Super, super, super. So. Dann machen wir jetzt ein Kalitus. Oder ein Lager-Container. So. Und jetzt läuft die Zementproduktion auch schon automatisch. Wie geil. Heute die Folge läuft. Viel automatisiert, also jetzt Kupfer und. Das ist okay. Bin zufrieden, bin zufrieden. Es geht voran. So. Und hier drüben war. Ich hoffe, die 500 Kupferdrähte sind fertig. Nein, noch nicht ganz. So. So, super. So. So, so. Zusammenfügen. Führen uns jetzt die Stangen, genau, und Beton. Wir werden das jetzt kurz noch fertigstellen, dass der Beton nach hier oben kommt direkt. Das finde ich ganz interessant. So. Oh, ich habe keine Stangen produziert. Ah, mehr zurücklaufen, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Ärgerlich, ärgerlich.
So. 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 Schauen wir mal kurz, wie viel Stangen produziert haben. Vielleicht machen wir jetzt erst das Upgrade, weil Beton wieder produziert werden. Wir haben jetzt nur einen langen Fußweg. Okay. So. Wir haben jetzt. Wir produzieren die letzten paar Stangen jetzt einmal mal schnell so, so. So, kurz draufhauen. Ist ja gleich erledigt, ist ja jetzt nicht die Welt. Und dann sollte das ja passen. So, jetzt die Stücke mehr herstellen. Brauchen wir nicht ganz. Aber es sind trotzdem reichen. Oder es reichen 70 überhaupt? Ich weiß gar nicht. So. Ah, 20 Stück können wir jetzt. Jetzt auch jetzt nicht mehr die Welt. 10. So, ich mach gleich ein paar mehr. Ich hab ein bisschen welche noch gemacht. So, habe ich 10 Stück noch so. So. Upgraden. Auf Stufe 5 upgraded. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Molecular Analysis Machine, also known as the MAM. Building Biomass Burner. Building Space Elevator. Equipment Object Scanner. Equipment Beacon. Addition. So. Dann sind wir jetzt bei 2. Hilfsmittel, Bio-Bio, okay, krass. Logistik. Das wird das erste sein, was wir machen, damit wir die Splitter bekommen und die Förderlüfte. Schiff 2, okay. Die Kettensäge auch ganz cool. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das wird jetzt die nächste Aktion, dann die wir starten werden. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Satisfactory, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Es gefällt mir sehr. Also mir macht das Spiel sehr viel Spaß und deswegen wäre es echt nett, wenn ihr mir mal einen Kommentar da lassen würdet, wie ihr das Spiel finden würdet. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören und auch wissen, ob ich noch was verbessern kann. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mir gerne ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Reingehauen, weiterschauen.